Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Guten Morgen, DAX-Index-Webinar von Admiral Markets. Mein Name ist Roman Kotjanski. Herzlich willkommen. Ich hoffe, der Ton und das Bild sind soweit in Ordnung. Die Software wollte mich aus welchem Grund auch immer nicht sofort reinlassen, aber scheint hier wunderbar funktioniert zu haben. Auf Ihren Bildschirmen jetzt die Folie zur Erinnerung. Brokerwahl 2017. So viel Zeit ist nicht mehr geblieben. Die ganze Brokerwahl läuft bis Ende des Monats. Wir hoffen, Sie haben es schon abgestimmt. Wenn nicht, bitte tun Sie das. Nicht jetzt natürlich, sondern gerne im Anschluss an das Webinar www.brokerwahl.de. Da wird die Stimme abgegeben. Eine sehr seriöse Abstimmung in der Branche. Sie werden über E-Mail-Adresse verifiziert, aber auch über eine Handynummer, um Fake-Stimmen zu verbeugen. Und selbstverständlich die Branche, aber auch wir, Admiral Markets, zählen auf Ihre Stimme, selbstverständlich. Und nun Risikohinweis, und wir kommen also zum Thema des Webinars. Devisen- und CFD-Anlaufmargin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Sehr wichtig, und das kann nicht oft genug wiederholt werden. Bei den Webinaren von Admiral Markets geht es nicht darum, etwas nachzutraden. Admiral Markets betreibt Execution Only und wird niemals persönliche Anlageberatung bieten. Wenn Sie etwas ausprobieren wollen, dann bitte erst auf einem Demokonto und erst, wenn Sie sich wirklich ganz, ganz sicher sind, was Sie tun, wie Sie es tun und warum Sie es tun, dann können Sie es gerne auch auf einem Echtgeldkonto tun. Ja, jetzt sehen wir auch das nette Foto. Ich wollte schon sagen, sehen wir die nette Stimme, aber sehen wir nicht. Hören wir gleich. Von Heiko Behrendt. Heiko, guten Morgen. Heiko. So, das ist die Frage. Hört man mich überhaupt? Und wenn ja, hören die anderen Heiko oder liegt das nur an mir, dass ich ihn nicht wahrnehme? Über eine kurze Meldung. So, man muss natürlich Jetzt. den Stecker reinstecken, ne? Das Ja, du, mit dem Headset. Stecker reinstecken ist schon sehr wichtig. Da hast du absolut recht. Heiko, wir hören dich. Ich dachte schon, du, ich wusste gar nicht, was Sache ist. Hört man mich? Habe ich jetzt gerade alles umsonst erzählt? Quatsch, nee. Freue mich. Super. Ja. Hast du Genau, den ich habe Stecker auch gesagt, bei allen anderen Dingen schon gesteckt? Alles vorbereitet? Alles supi? Wir können zu dir rüber. Da ist wirklich alles perfekt vorbereitet. Stecker vom MetaTrader ist auch an und Ja, genau. ja, Alles super. an. Das freut mich. Na dann, So. zu dir. Dann legen wir mal los. Gut. Schönen guten Morgen nochmal an der Stelle. Ja, ich habe gesagt, gleich geht's los. Hoch die Hände, Wochenende. Aber davor liegt natürlich noch so ein kleiner arbeitsreicher Tag für den DAX. Denn der macht ja erst bekanntlich um 22 Uhr heute zu. Ja, ganz, ganz kurzer Rückblick. Ich hatte es bereits im Ausblick am Mittwoch gesagt. Gut, am Mittwoch kam jetzt die Eindeckung noch nicht, aber im gestrigen Handel gab es dann die Eindeckungen nach oben und am Ende ähnelt sich in einer gewissen Art und Weise das Bild, wie wir es letztens hier auch mal gesehen hatten. Ich hatte das ja bereits im Tagesschart markiert gehabt, mal auch stark nach unten Hedgeverkäufe, ja, da ging es halt 2 Tage seitwärts und dann gab es die Eindeckungen. Und ja, gestern auch relativ lange, ja, seitwärts leicht steigend nur gewesen. Und dann mit den Amis gab es dann diese Short-Eindeckungen, die typisch sind und auch recht schnell verlaufen. Und das konnte man ja gestern auch ganz gut sehen. Das schauen wir uns dann nachher nochmal in einem kleineren Zeiteinheit auch nochmal an. Gut, positiv dann noch anzumerken ist, die US-Börsen haben gestern komplett fast alles abgegeben oder sehr, sehr viel. Also da hat sich der DAX doch erstaunlich gut gehalten im Vergleich zu den USA. Und ja, wir werden uns jetzt das Ganze wieder von vorne, also von oben nach unten anschauen, um dann auf das heutige Szenario zu kommen, welches wir, ja, oder was man dann alles eventuell traden könnte. Gut, gehen wir runter in den entsprechenden Wochen- und Tageschart. Und ich hatte das ja auch wie gesagt, am Mittwoch auch angemerkt, dass es durchaus sein kann, dass hier unten dieser Durchbruch durch die Tiefs dieser letzten beiden Wochen vielleicht nur Intraday ist. Also das heißt Wochenchart kurz angetestet und doch nicht durchgegangen. Ich verwies hier auch auf diese Woche vom
5.2., dass da genau das Gleiche passiert ist. Man hat das Tief der zwei Vorwochen rausgenommen und am Ende dann doch gut geschlossen. Und oh Wunder, die Kerze sieht fast ähnlich aus. Klar, wir haben noch nicht den Freitagsschluss und wissen auch noch nicht genau, wie es wird am Ende. Und ja, bis jetzt sieht es aber ganz gut aus und es passt alles recht gut in das Bild rein, so wie es skizziert wurde am Mittwoch. Es geht jetzt nicht darum, ob ich jetzt nun richtig lag oder verkehrt lag. Wichtig ist, dass man einfach präpariert ist für den Tagesverlauf und auch für die möglichen, einfach auch offen ist für die möglichen Verläufe. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Trader eine sehr stark voreingenommene Meinung zum Markt haben und immer versuchen, den Markt sozusagen zu orakeln, ob er jetzt auf, ja, also ich habe einen Trader jetzt gehabt, der hat mir geschrieben und hat auch gesagt, wie kann ich denn bei so einer Formation, das ist doch keine Ahnung, was für eine Formation, wie kann ich da an Long denken, der Markt wird jetzt gnadenlos auf 11.400 Punkte fallen. So, es kam so per Mail und da habe ich gesagt, ja, warte mal ab, also von mir aus kann er das ja machen. Und ich bin da auch offen für so eine Meinung, aber am Ende bringt mir ja die Meinung nichts, wenn der Markt es nicht macht. Das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Also das heißt, eine zu stark vorgefertigte Meinung kann unter Umständen hinderlich sein, wenn der Markt logischerweise nicht das macht. Also derjenige, der diese Meinung nun vertreten hat, guckt erstmal aktuell ziemlich in die Röhre. Das heißt ja trotzdem nicht, dass der Markt vielleicht im Herbst bei 11.400 steht. Keine Ahnung. Ja. Also von daher sollte man immer vorsichtig sein mit vorgefertigten Meinungen und sich immer versuchen, peu à peu an dem Chartverlauf dran lang zu hangeln. Bedeutet für den Wochenchart, dass wir Intraday, also nicht per Wochenclose, die unter den Wochentiefs wieder schließen. Das heißt, das Geld geht wieder rein in den Markt. Die Short-Hedges sind aufgelöst oder zum Großteil wahrscheinlich aufgelöst. Und interessant wird heute der Close werden. Ideal auf Wochenbasis wäre ein Close, ich sage jetzt mal über 12.000 Punkte, so eher im Bereich von 12.040 Punkte. Sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus. Je höher, desto besser. Ganz optimal sehe ich zwar heute auch nicht, aber wäre natürlich ein Wochenschluss über 12.100. Das wäre natürlich für den Wochenchart jetzt Bombe. Auf der anderen Seite muss man sagen, je höher wir schließen, desto einfacher könnte vielleicht in der Folgewoche auch ein Wochenclose über die 12.100 eventuell stattfinden. Fakt ist, Wochenchart und Wochentrend, Wochenchart ist die Bewegung weiterhin intakt. Sie wurde kurz unterlaufen, aber wieder zurückgeholt. Auf Tagesbasis hatten wir genau dieses Szenario. Es ging darum, ob der Bereich um 11.917 bis 11.930 eher Widerstand wird oder Unterstützung werden kann. Und wir sehen jetzt sehr, sehr gut, dass er am Ende, wenn auch etwas unsauber durch das gestrige Tief, denn doch eher Unterstützung geworden ist durch die Eindeckungen. Heute eröffnen wir abermals mit einem Gap nach oben, also einem sogenannten Up-Gap. Und eine Eröffnungslücke zum gestrigen Close. Wie gesagt, ich stelle bei mir immer ein, die Uhrzeit von 8 bis 22 Uhr. Ich habe sozusagen das Overnight nicht mit drin, weil auch die Futures, die werden gehandelt von 8 bis 22 Uhr und deswegen sieht man hier diese Kurslücke. Wer das gerne einstellen möchte, weil oft auch da Fragen kommen, der googelt bitte bei Google logischerweise nach Admiral Markets Day Session. Da kommt man auf einen Artikel, der das sehr gut eigentlich erklärt und damit müsste man es einstellen können. Also ich habe es mit der Erklärung hinbekommen, dass es so aussieht, wie es aussieht. Gut, bedeutet für den heutigen Tagesausblick ist die Frage, nachdem gestern die Shorts geschlossen worden sind, habe ich geschrieben, dass man jetzt für heute sehen muss, ob noch Nachfrage reinkommt. Die Sache ist, die Short Closes sind sozusagen keine nachhaltigen Käufe. Das, was hier reingekommen ist, ist nur die Reaktion auf das Kursverhalten vom Dienstag. Bedeutet, der Markt kann heute durchaus relativ weit wieder zurückkommen. Wichtig wird sein, so wahrscheinlich so ein Blick auch auf USA, wie nun die vertagte Gesundheitsreform nun heute verabschiedet wird. Also man geht davon aus, dass sie heute verabschiedet wird. Das wird zeigen, wie stark die Rangelei ist. Einen guten Artikel dazu gab es heute auf GotmoTrader dazu. Und fand ich zumindest, der auch mal so ein bisschen das erklärt,
das ganze Thema, und zwar bestimmt bei USA, oder? Hier, ob Trump oder Obama, diese Probleme haben alle Präsidenten. Fand ich ganz gut geschrieben, kann man sich durchaus mal durchlesen. Dass natürlich Trump jetzt am Ende genauso vorm Repräsentantenhaus und dem Senat am Ende genauso auch ja, um Zustimmung betteln muss, und sozusagen die Leute mit kleinen Geschenken auf die Ja-Seite zu bewegen. Ja, und genau das Gleiche hatte ja auch Obama mit seiner Reformen gehabt, die er nicht so durchsetzen konnte, wie er das gerne wollte. Und da wird man heute drauf schauen, und das wiederum kann am Nachmittag ja dann entsprechend dazu führen, dass sich da das Gesicht nochmal ändert. Das heißt, dort könnte eventuell dann entschieden werden, ob wir Nachfrage bekommen und der Markt doch nochmal reingeht, oder man sich weiterhin zurückhält und das heißt auf hohem Niveau konsolidiert, bis hin das Ding auch zusammenzuschießen. Das Zusammenschießen sehe ich aktuell noch nicht, aber man sollte durchaus auf USA schauen. Wir schauen uns danach nochmal den Dow Jones an, wann eventuell das Zusammenschießen auf der Unterseite kommen könnte. Ja. Wir sind im Dow Jones an einer relativ interessanten Marke gerade, und da wird sie an der Schlüsselstelle, kann man fast sagen, und da wird sich dann wahrscheinlich jetzt so langsam der weitere Verlauf entscheiden. Gut, genau, und einen Ausschlag geben. So, und ja, wie gesagt, da geht es halt darauf zu achten. Ganz grob die Frage heute auf Tagesbasis. Sehen wir heute Nachfrage- und Anschlusskäufe nochmal tatsächlich, oder sehen wir eher nichts und der Markt macht sein Gap zu und kommt dann nicht raus? Und das können wir uns am besten im Intraday-Chart anschauen. Aktuell muss man vom Verlauf her sagen, ja, wir sind sozusagen auf Tagesbasis mehr oder weniger in einer Range und könnten auch in der Range oben sein. Das heißt, zwischen 12.067 bis 12.100, sage ich jetzt mal, 12.117 ist alles Widerstandsbereich, wenn man das jetzt sich den Chart so anschaut. Ja, das heißt, der Trend ist hier schon eigentlich nicht mehr wirklich gegeben und wir sind mehr oder weniger eigentlich in einer breiten Range gefangen, die hier ganz grob ja irgendwo um die 170 Punkte, 200 Punkte geht. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal im entsprechenden Intraday-Chart an. Wir gehen als erstes nochmal hier auf den 30-Minuten-Chart, und dann switchen wir nochmal runter in den 5-Minuten-Chart. Im 30-Minuten-Chart sieht man sehr gut, dass der Preisbereich von 12.045 eine sehr entscheidende Marke darstellen kann. So, ich probiere jetzt mal was aus. Ah, nee, geht nicht. Geht nicht. Da muss ich das hier reinziehen. Wartet mal kurz. Ich habe mir gestern nämlich einen Indikator hier reingeladen, womit man tendenziell eigentlich zeichnen kann. Mal gucken hier. Wartet mal. Und zwei. Ah, jetzt. So. Das heißt, wo war ich gerade? Genau, also die 12.045er Marke kann, wenn der Markt heute hier reinkommt, sehr gut eine Unterstützung werden. Also Z muss man drücken. Eine Unterstützung werden, der 12.045er Bereich, kann aber natürlich auch entsprechend, ups. So, jetzt, da kommt doch das Problem. Kann natürlich auch entsprechend, ach so, geht das, entsprechend Widerstand werden. Das heißt, wenn der Markt heute nicht über die 12.045er Marke, also das gestrige Tageshoch, plus der Unterstützungsbereich vom Dienstag und Montag, wenn er dort nicht durchkommt, wäre das natürlich ja, prädestiniert dafür, dass der Markt halt hier abprallt und dann irgendwann mal runtergeht. Ja, und müssen wir halt mal gucken, wie weit er runtergeht. Ach so, so funktioniert das gut. Ja, ist ein Live-Test sozusagen. So. Ja, gut, geht doch nicht so gut, wie ich das dachte. Muss ich zu viel rumdrücken. Okay, also das nochmal sozusagen auf entsprechender 30-Minuten-Basis. Gehen wir das ganze Ding mal runter in den 5-Minuten-Chart. Dazu lösche ich das mal, sonst haben wir da zu viele Linien. Ich dachte, das kann man auch mit einmal löschen. Gut. Also in der Praxis geht es dann doch nicht ganz so gut zu zeichnen. Und ja, deswegen 12.045 heute die Nonplusultra-Marke für mich. Habe ich auch hier reingeschrieben, dass die relativ wichtig ist. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an.
wie die beiden Szenarien, die ich hier aufgestellt habe, durchlaufen könnten. Also Short-Szenario, warum als erstes Short-Szenario? Weil der Markt hier entsprechend, weil der Markt hier entsprechend ja außerhalb, also am Tageshoch von gestern eröffnet, an der 12.045er Marke. Und sollten wir jetzt hier einfach gefühlt zu hoch sein, dann könnte natürlich auch einfach Druck in den Markt reinkommen. Ja, und wir versuchen dieses Gap zu schließen. Der Gap-Close-Bereich kann gehen in Richtung 12.000 Punkte. Bei 12.010 Punkte wäre dann sozusagen das Gap geschlossen. Wir haben hier noch auf der Basis noch entsprechend ein paar Unterstützungen, die vielleicht auch noch halten könnten, sodass der Markt vielleicht gar nicht das Gap komplett schließt. Bedeutet, gestern Abend haben wir hier im Bereich bei 12.025 sehr gut gehalten. Das heißt, das könnte schon mal eine erste Unterstützung sein. Und danach könnte der Markt wieder versuchen, nach oben zu gehen. Genauso auch hier im Bereich um, ja, dass der Markt halt wirklich nur an die Oberkante läuft. 12.018 ist noch ein Tageshoch von weiter vorne und dann kommt das Gap Close in Richtung 12.010. Und wenn er dort auch noch durchfällt und dann das letzte lokale Tief hier fällt, dann sind wir bei um die 12.000 Punkte hier und ja, könnten dann bis dahin auch noch laufen. Also das war ein bisschen überschießen beim Gap Close und das wäre sozusagen dann das Thema für mich, für die Short-Seite. Ich wollte jetzt auch noch mal gucken, vielleicht auch wenn man an den gestrigen Handelstag noch das Fibonacci-Retracement mal anlegt, das heißt vom Hoch zum Tief, einfach mal ein Fibo zieht, denn es ist ja tendenziell doch schon auch eine ganz gute Trendbewegung gewesen, dass hier vielleicht dann auch noch die Fibos irgendwie so ein bisschen da reinpassen. Ja? Das heißt, das 23er Fibonacci-Retracement wäre gleichzeitig also Schusskurs von gestern. Und beim 38er hätten wir sogar noch ein bisschen mehr Platz bis 11.988 Punkte. Ich gehe auch davon aus, tendenziell, dass der Markt nicht komplett runterfällt. Ich gehe davon aus, dass wir uns irgendwo zwischen 12.020, 12.028, 25 bis irgendwo 12.000 in dieser 20-Punkte-Range aufhalten, um entsprechend hier dann wieder zu steigen. Ja, das heißt, das Long-Szenario ist für mich erstmal ein bisschen besser. Also tendenziell wäre das Long-Szenario, wenn man von unten schaut, nun logischer, so muss man sagen. Aber es ist, und deswegen bevorzuge ich es auch leicht, würde bedeuten, der Markt fällt nach unten und ab da startet dann das Long-Szenario. Als Beispiel, wir machen das Gap zu, dann sehen wir eine bisschen Seitwärts-Range und dann mit den Amis am Nachmittag kommen eventuell die Käufer entsprechend rein und führen den Markt dann nach oben, aus die gestrige Value Area raus, aus dem Tageshoch von gestern, aus dem Widerstandsbereich bei 12.045. Alles liegt hier oben und der Markt versucht dann hier nach oben zu gehen. Ziele dann natürlich bis 12.100 auf alle Fälle, wenn hier wirklich nochmal Käufer reinkommen und dann sind wir wieder dabei, dass wir uns darüber unterhalten bei 12.100, nämlich diesen guten Schlusskurs im Wochenchart, den ich ganz am Anfang erzählt hatte. Das wäre sozusagen das Long-Szenario. Der Markt muss aber nicht zwingend runterfallen. Das Gap kann von mir aus auch offen bleiben. Das heißt, hier sollte man schauen, wenn der Markt richtig gut reinkommt, vielleicht, dass wir direkt ab Start sozusagen hier Käufe sehen. Wir eröffnen auch genau am Schlusskurs von gestern in Xetra, das ist die braune Linie hier, da eröffnen wir ganz genau und vielleicht kommt ja direkt ab Start was rein und der Markt geht direkt weiter nach oben und wir sehen hier, dass wir sozusagen die 12.045er Preisbereich eher als Unterstützung hernehmen, denn noch den Point of Control vom Dienstag sozusagen abarbeiten, sind die 12.054, 12.055er Marke. Ja, und dass wir da noch ein Stück höher gehen, Richtung 12.067 und dann bis hoch in den 12.117er Bereich hoch. 12er, 17er Bereich. Ja, das sind sozusagen die Preisbereiche, die Tageshochs hier von letzter Woche Montag und Dienstag, die da noch als, Widerstände dann lauern. Ja. Gut, bevor ich jetzt noch die Fragen beantworte, möchte ich gleich noch auf den entsprechenden
Dow Jones reingehen, warum man am Nachmittag durchaus dann auch darauf achten sollte, dass der Markt eventuell wieder fallen könnte. Denn auch die Bewegung am Dienstag ist erst mit den US-Börsen entstanden. Also ich glaube, ohne US-Börsen wäre der Markt gar nicht so stark gefallen. Und da sieht man, dass auch der Markt sich durchaus ändert, wenn denn die US-Börsen reinkommen. Auch der gestrige Anstieg wäre ohne die US-Börse auch so nicht möglich gewesen. Auch das durchaus wieder ein Indiz dafür, dass die US-Börsen auch aktuell die Action machen. Ja, davor ist ja der Markt wirklich nur seitwärts rumgeeiert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal auch an im Dow Jones, der für mich ja an einer wichtigen Schlüsselstelle zumindest im Tageschart steht, wenn sozusagen wenn der heute nicht steigt. Also wir haben ja dieses 1, 2, 3 hoch getriggert, welches wir in der Entstehung ja sehr, sehr gut erkannt hatten. Per letzter Woche Donnerstag ist es ja passiert. Dieses ging es ja los, denn die Abwärtsbewegung am Dienstag, der starke Abverkauf, gestern der Rücklauf und der Abverkauf wieder. Das heißt, im Hoch haben wir es nicht mal geschafft, an diesem Punkt 2 bei 20.777 ranzulaufen oder das zu halten. Und da wir da unten notieren, tut sich das, was hier schon vorgezeichnet ist, brauche ich jetzt gar nicht so stark weiterzeichnen, ist das immer noch aktiv. Das heißt, in USA reden wir aktuell noch nicht wirklich von den massiven Short-Eindeckungen, so wie im DAX gesehen, sondern hier ist es eigentlich nur ein ganz normaler Rücksetzer innerhalb der Trendbewegung gewesen. Und sollten wir heute hier keine starke Bewegung und keine Bewegung über die 20.077 sehen und eventuell sogar Anschlussverkäufe an dieses gestrige Abverkauf sehen, dann muss man wirklich überlegen, ob da nicht die Amis zum Wochenende hin nochmal richtig abgeben. Also das ist sozusagen, das würde dann dem Negativ, dem Short-Szenario hier im DAX natürlich in die Hände spielen und könnte auch bedeuten, dass es doch weiter runter geht. Also das heißt, unbedingt am Nachmittag auch auf die Amis achten und wie im Verhältnis dazu sich der DAX bewegt. Wie gesagt, der DAX hat sich gestern auch wesentlich besser nach oben bewegt. Ja, wesentlich mehr nach oben bewegt wie die Amis und hat es auch weniger gefallen wie die Amis. Ja. Das sollte man durchaus mit auf der Schippe haben. Und wie gesagt, in USA, im Dow wird es halt darum gehen, wie wir uns dann sozusagen hier in diesem Bereich verhalten zwischen 20.700 bis runter 20.637. Also da, wenn da wirklich nichts nachkommt auf der Oberseite, dann müssen wir halt mal gucken, ob nicht eventuell unterhalb des gestrigen Hochs denn nochmal Verkäufe einsetzen. Also das nochmal, wie gesagt, gleich mal mit auf den Dow Jones. So, ich kopiere rein und höre mir Fragen an, Roman. Ja, dann hör. So, was haben wir? Ab wann zeitlich kommt der Einfluss von den Amis auf den DAX? Also manche gehen mittlerweile davon aus, dass wir bereits ab 13 Uhr schon Ami-Einflüsse haben. Wie gesagt, aktuell werden sogar ab 12 Uhr, denn wir haben ja jetzt noch, wir beginnen ja in den USA nicht um 15:30 Uhr, sondern um 14:30 Uhr. Am Montag dann wieder ist ja, sind wir auch in der Sommerzeit und ja, damit sollte denn der Einfluss durchaus ab 12 oder ab nachmittags um 1, mittags um 1 dann durchaus wirklich spürbar werden. Wie gesagt, dadurch, dass die Märkte ja weltumspannend sind, bewegen sich ja die US-Börsen teilweise auch vorbörslich schon auch sehr gut mit den DAX halt mit. Ja, also das wird einfach sozusagen zusammengehandelt, kann man manchmal so. Manchmal läuft es ja fast im Gleichschritt. Ja. Ja, ansonsten halt erst, wenn Sie offen haben, ist natürlich der deutlichste Einfluss zu spüren ab 14:30 Uhr. So, etwas länger, da hat ein Teilnehmer ausgeholt, das können wir so. Ab wann könnte die seit 8 Jahren positive Stimmung kippen? Du bist, also die Einleitung war, du bist ja ein Daytrader, aber vielleicht mal kurz eher übergeordnetes Bild. Also es kommt eigentlich für mich der ganz große Fragepunkt ist, wie tut man den Markt entwöhnen von der, ich sage jetzt mal, von der Spritze der oder von den Finanzspritzen. Das heißt, also wie tut man sozusagen, wie findet der Entzug statt? Also wird es ein kalter Entzug, ja, dann wird es recht rapide ab irgendeinem Punkt mal runtergehen.
Aber wenn man die Märkte langsam darauf vorbereitet, sehe ich eigentlich jetzt nicht wirklich extrem starke Rücksetzer. Das Problem wird sogar sein, selbst wenn es anfängt richtig zu crashen, wird man es nicht mitkriegen. Weil man es dann A nicht glauben kann und B hat man die letzten 8 Jahre, ist man so darauf eingestellt, dass nach irgendeiner Korrektur, selbst nach 10% Korrektur, der Markt ja wieder nach oben geht. Und das heißt, nach 10%, wenn es dann nochmal 5% hochgeht und danach dann wirklich nochmal 30% runtergeht, dann wäre durchaus, aber das kriegt man nicht mit, also weil man es nicht wahrhaben kann, weil es außerhalb des Musters ist, was man sich jetzt vorstellen kann. Also ich sehe jetzt aus der jetzigen Sicht kein extremen Crash. Also ich kann es nicht sehen. Also wie gesagt, die Notenbanken bereiten ja auch den Rückzug der Liquiditätsschwemme gerade vor. Das heißt, die nächsten paar Jahre könnten volatilitätsmäßig vielleicht nochmal ansteigend sein. Aber wenn das gut durch die Bühne geht, müsste eigentlich alles safe sein. Ich meine, ja, also man weiß ja nie, wie es läuft, aber das wäre jetzt mal ganz grob. Da können wir auch gleich anschließen, wie weit können die Amis fallen, fragt ein Teilnehmer. Und da können wir vielleicht auch ein paar Minütchen uns anderen Märkten widmen. Also genau, können wir dann gerne machen. Also wir gehen nochmal ganz kurz. Also wenn wir uns jetzt mal nochmal den Dow Jones anschauen, klar, also wenn er fällt, also nach unten ist massig Platz. Also ich muss ja das Bild hier, also wir können das mal, ich habe letztens auch mal ein Bild im Wochenchart gepostet. Ja, nur damit man mal sieht, wo wir denn eigentlich hier stehen. Ich schiebe das Bild mal zusammen. Also ich sage jetzt mal, da ist auf alle Fälle Platz nach unten. Ja, also rein vom Bild jetzt her, ja, ist da durchaus im Wochenchart ganz viel Platz. Also ich meine, ich weiß nicht, von wo man es jetzt anlegen möchte, ein Fibo, aber ich sage jetzt mal, der Markt kommt hier von 15.400. Wir stehen bei 21.000, also ich meine, wenn man mal raus will und wenn sozusagen aufgrund von regulatorischen Maßnahmen der Markt nach unten gehen muss, weil Risiken, also Risikoabteilungen ihre Positionen glattstellen müssen, dann kann es auch natürlich mal nochmal heftig runtergehen. Ich meine, aber die Amis sind halt auch Freunde der V-Formation. Ich habe das hier mal eingezeichnet gehabt. Also die Amis sind ein Meister der V-Formation. Also das heißt, hier sieht man mal, da stürzt der Markt mal kurz 2.300 Punkte ab und erholt sich relativ schnell. Genauso auch hier, der Markt stürzt 2.000 Punkte ab und geht dann relativ schnell wieder nach oben. Von daher, selbst ein kurzer Abstoß von 2.000, 3.000 Punkte wär jetzt nicht dramatisch und könnte genauso in so einer V-Formation wieder enden. So, und das Problem ist, was kommt nach diesem ersten Absturz? Wenn sich da noch was anschließt, dann okay, dann wird es halt schwer, aber sobald man jetzt dort auch wieder zu sehr auf Short setzt und dann geht es hoch, ist es halt, wie gesagt, auch das Verkehrte. Also von daher, es bringt eigentlich jetzt da nichts zu orakeln. Ja, also wie gesagt, am Ende ist das schon eine Wahnsinnsbewegung. Also wenn man sich jetzt so zusammenzieht, das Bild, ja, ist da ganz viel Platz, ja, auf der Unterseite. Ja. Von daher müssen wir gucken, keine Ahnung. Okay, Euro-Dollar vielleicht ganz kurz und dann sind wir schon eigentlich am Ende. Gut, Euro-Dollar, wie gesagt, Euro-Dollar gerade ist am oberen Widerstandsbereich angekommen. Ich hätte ja durchaus erwartet, dass wir kurz durchspiken durch diesen Bereich. Wäre fast meine Idee ja gewesen, dass der Markt hier kurz durchspiked. Bis jetzt hält er sich aber ganz gut und schwankt innerhalb der Tagesspanne vom 31.03. Die Rücksetzer sind bis jetzt minimal. Ja, je nachdem, was hier für ein Signal rauskommt, entweder es tröpfelt hier so ein bisschen weiter ab oder aber was hier sehr gut reinpassen würde, wäre einfach nochmal eine lange weiße Kerze. Also so eine lange weiße Kerze könnte ich mir hier tendenziell irgendwie richtig gut vorstellen. Ähnlich wie so eine Kerze vom 15.03. kurz mal die Hochs hier rausnehmen und den Widerstand rausnehmen bei 1,0860. Wäre jetzt für mich jetzt nicht so ungewöhnlich. Muss man halt gucken, ob es denn so hält. So, da wir gleich dabei sind, machen wir nochmal hier ganz schnell ein paar Sekunden. Also das Gold kommt jetzt ja auch ein bisschen zurück, hat ja eine sehr, sehr starke Bewegung gehabt. Nichtsdestotrotz, mal gucken, wie die Rücksetzer ausfallen. Bleiben wir hier über der 1236, wäre für mich jetzt auch da weiterhin nochmal die Bewegung auf der Oberseite zu bevorzugen. Und noch das Brent zum Schluss. Ja, auch hier haben wir mit den Lagerbeständen am Mittwoch kurz die
Reaktion durchgesehen durch das Tief, aber sofort auch ein Konter gestartet, der jetzt so ein bisschen schon wieder abgeebbt ist. Also schön wäre es gewesen, wenn im gestrigen Handel natürlich das Öl noch ein stärker nach oben gezogen hätte, dann wäre dieser Fehlausbruch durch dieses letzte Tief entsprechend gut sichtbar gewesen. Ja, so muss man jetzt gucken, wie sich der Markt verhält. Gehe jetzt von keiner großen Action aus. Tendenz ist auf alle Fälle immer noch abwärts im Öl. Also die Tendenz auf Tagesbasis, ja. Das dreht sich erst wieder oberhalb der 52,50. Gut. 9 Uhr. Da hätten wir es. 9 Uhr, supi. Haben wir es ja hinbekommen, wa? Ja, ja, Schlusswort. Wann hast du gezweifelt? Nein, nie. Ja, nee, jetzt ist schon wieder Zeit fürs Schlusswort und für den Abschied. Definitiv. Fällt immer so schwer. Geht los. Gut, also... Ich wünsche euch allen einen richtig guten Start in den heutigen Handelstag. Hat mich gefreut, dass ich euch wieder und hoffentlich auch gut für den heutigen Tag präpariert habe. Wie gesagt, aktuelle Diskussion bei mir im Tagesstream auf guidance.com und freue mich natürlich, dass wir uns dann am Montag in alter Frische wiederhören. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, genießt Wochenende, Wetter soll schön werden und dann bis Montag. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Schön mit Ö, euer Heiko. Vielen, vielen Dank an Heiko Behrendt. Und sehr geehrte Damen und Herren, mit den Webinaren geht es weiter in weniger als 60 Minuten bei Abnormal Markets. Die Webinarreihe, die um Punkt 10 stattfindet, nennt sich auch so, Punkt 10. Fünfmal die Woche fünf verschiedene Trader analysieren die Trades und freuen sich heute auf den Kollegen Dirk Frischewski. Den Heiko, den gibt es wieder am Montag, 8.30 Uhr. Wir freuen uns selbstverständlich auf die Teilnahme. Und wir freuen uns definitiv umso mehr, wenn wir Sie von unseren Konditionen überzeugen dürfen. Den DAX gibt es bei uns mit dem Spread von 0,8 Punkten typisch von 8 bis 22 Uhr. Gehandelt wird gerne ab 0,1 CFD, also Mini CFDs und selbstverständlich ohne Stoppabstände, ohne Mindesthaltedauer oder Requotes. Das alles geschützt im Sinne der Negative Balance Protection Policy, nachzulesen gerne bei uns auf der Webseite. Sie können uns gerne kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder sonstige Anregungen. Die Kontaktmöglichkeiten sind jetzt auf Ihren Bildschirmen. Wir freuen uns selbstverständlich auch auf Feedbacks bzw. aktive Teilnahme in den sozialen Medien, YouTube-Channel und gerne Facebook. Ich darf nochmal erinnern, dass bis Ende des Monats die Brokerwahl 2017 läuft. Wir zählen auf Ihre Stimme. In jedem Fall möchten wir Sie bitten, ehrlich abzustimmen. Und ja, auch dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Ansonsten auch vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Roman Kotianski. Allerspätestens bis Montag. Tschüss.